Wir hatten mal eine mega spannende Konversation bei deiner Mastermind in Frankfurt und du hast gesagt, Vanessa, also das mit dir und mit den Männern, du wirst dieses Leben nicht so leicht einen Mann finden. Erzähl mal, wie siehst du das Thema in Bezug auf starke Powerfrauen im Business gepaart mit einem typischen Mann? Ja, ich meine, entweder hast du einen Mann, der Dackel von dir ist, ja, ich meine, weil du hast ja eine derartige Energie, auch einen derartigen Erfolg, ja. Ich meine, das wird für dich irgendwann unzufriedenstellend sein, ja, weil dann kannst du auch Personal nehmen, das ist billiger. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck, Immobilienmaklerin und Unternehmerin und begrüße dich heute vom Immopreneur-Kongress 2020. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Ihr kennt ihn alle aus TV, Medien, Social Media als den Investmentbank Gerald Hörhan. Hallo lieber Gerald. Hallo. Wie geht's dir? Hervorragend. Wie immer. Wenn ich dich frage, du sagst immer hervorragend. Und ich liebe es, wenn du im Social Media sagst, hallo Leute, da ist immer so eine Power drin. Woher nimmst du diese ganze Energie? Weil mir das, was ich mache, viel Spaß macht. Ja. Also ich lebe dafür. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich lehre gerne, wie man Geld verdient und Immobilien kauft. Ich mache gerne Deals, da gehe ich auf, das macht mir Spaß. Ja. Und da das Ganze auch sehr erfolgreich ist, macht es umso mehr Spaß. Also das macht mir noch große Freude. Und natürlich, wenn du schon einen gewissen finanziellen Erfolg und einen finanziellen Polster hast, schläfst du auch noch sehr ruhig. Vielleicht auch ein zusätzlicher Vorteil. Ja, also jedes Mal, wenn wir zusammen Zeit verbringen, wir haben es immer, es ist immer lustig mit uns, wir unterhalten uns über Immobilien und immer, wenn du auf der Bühne stehst oder auch in deinen Live-Sessions in Instagram und YouTube, geht es um sehr, sehr fachliche Dinge und manchmal glaube ich, die Leute wüssten gerne, wer bist du eigentlich privat und persönlich und dementsprechend habe ich jetzt ganz viel Mut zusammengenommen und frage dich jetzt einfach mal Folgendes. Stell dir vor, wir fangen erstmal ein bisschen fachlicher an. Du hast jetzt deinen Tower in Frankfurt schon gebaut. Ich habe davon gehört, du möchtest gerne ein Hochhaus bauen. Wie willst du es nennen? Nein, Investmentpark Tower. Investmentpark Tower. Aber es muss nicht unbedingt bauen sein, es kann auch sein kaufen. Okay. Und entsprechend ausstatten. Auch das okay, geht. In Ordnung. Also angenommen, wir sind schon ein paar Jährchen weiter, vielleicht so eins, zwei. Na, das heißt, dann wird noch länger dauern. Also Vanessa, na, du so weißt, ich bin nicht sehr optimistisch und ich traue dir sehr viel zu. Ja, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Okay, gut. Also angenommen, du bist schon so weit, du hast jetzt deinen perfekten Tower gefunden. Du hast ihn genannt Investment Tower. Investment Punk Tower. Investment Punk Tower. Und jetzt ist es aber so, du bist in dieser Immobilie drin und irgendjemand kennt dich dort nicht. Du fährst aber mit deinem Fahrstuhl nach oben aufs Rooftop und willst da bei diesem leckeren Restaurant essen. Und du sollst dich bei diesemjenigen vorstellen. Worauf will ich hinaus? Auf einen Elevator-Pitch. Wie würdest du dich selbst beschreiben als Person? Wer bist du? Wie würdest du deinen Pitch machen in diesem Fahrstuhl deines Investment-Punk-Towers? Also ich sage immer, ich bin lebenskünstlich, mache, worauf ich Lust habe. Was auch im Prinzip sehr gut zusammenfasst. Ja. Und wenn du es eben professionell zusammenfassen willst, bin ich gelernter Investmentbanker, übe dieses Geschäft noch immer aus. Das heißt, ich beschaffe Geld für Immobilieninvestoren, strukturiere komplexe Immobilientransaktionen. Ich bin Financial Educator, das heißt, ich habe die größte deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform, die Investmentbank Academy, gegründet, wo ich eben in Online-Kursen, Live-Chats, Webinaren, Seminaren, Masterclasses und MBA-Programmen lehre, wie man Geld verdient, Geld investiert und Firmen aufbaut. Insbesondere über Immobilienbeteiligungen und Ähnliches, wie man es auch steuerlich strukturiert. Und dann habe ich natürlich noch die eigene Vermögensverwaltung, insbesondere im Bereich Immobilien, wo ich vor allem im Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach, in Stuttgart, in Hannover und dann auch in Österreich und jetzt auch in Mailand etwas mehr als 200 Wohneinheiten habe. Das ist so in Kurzform, was ich mache. Daneben schreibe ich noch Bücher, unterrichte auf der Uni und bin Social-Media-Influencer. Und mir macht das viel Spaß. Ich sage immer, auf der Bühne und am Verhandlungstisch bin ich in meinem Element.
Absolut. Und auch während Corona hast du ja auch in deinen Live-Shows auf YouTube wirklich gezeigt, was du drauf hast. Fachlich kenne ich niemanden, der so im Detail und vor allen Dingen auch über so eine lange Zeit wertvollen Content bieten kann. Nicht nur eine Stunde, du kannst auch 3 Stunden am Stück Dinge sagen, wo andere gar nicht drauf kommen. Und das über Wochen und Monate. Woher nimmst du diese Energie und woher auch die Lust, immer wieder neue Dinge zu produzieren und den Leuten zur Verfügung zu stellen? Also wie gesagt, mir macht es viel Spaß. Das ist auch meine Leidenschaft. Wirtschaft, Politik, Immobilien, Steuern, all das interessiert mich natürlich sehr. Das habe ich im Geschäft gelernt. Wie viele Stunden investierst du pro Tag, um dich darüber zu informieren? Ja, ich lese jeden Tag verschiedene Medien. Ich lese im Jahr sicherlich an die 20, 30 Bücher. Ich treffe viele interessante Leute und dann bilde ich mir meine Meinung. Ja. Und ich habe vielleicht ganz gute analytische Fähigkeiten. Ich habe Mathematik studiert, was für viele ein Horror ist. Und Statistik unterrichtet, was für viele noch ein größerer Horror ist. Also wenn du jetzt in Berlin weggehst und sagst, ich habe Mathematik studiert, Statistik unterrichtet, bin immer Investmentbanker, Immobilieninvestor und Online-Unternehmer, da rennen alle weg. Wahnsinn. Wie sieht das bei dir aus? Du hast ja sehr viele Ziele, du hast schon sehr viel auch erreicht in deinem jungen Leben. Was sind noch die 5 großen Ziele, die du in deinem Leben erreichen willst? Also, das haben wir ja gesagt schon, das ist ja schon der genannte Investmentpark Tower. Fuck you money ist der nächste Schritt. Inkludiert auch ein paar Spielzeuge vielleicht, sagen wir, ein Jet und ein Pagani und ein paar andere Spielzeuge. Ja. Und wenn das Ziel erreicht ist, werden wir das nächste überlegen. Ja. Dann natürlich auch eine gewisse Legacy zu hinterlassen, also das ist halt meine Marke und das eben über mein Leben hinaus, auch wenn ich noch sehr lange lebe, wie ich sage, ich war zum 100. Geburtstag soll der Financial Times den Crazy aus den Investment Bank Celebrates 100th Birthday in Style, ist im Multi-Billion Dollar Deal, ja, aber dass das eine bleibende Marke ist, wo man Wirtschaft lehrt, Wirtschaft, Kapitalismus und all das eben gelehrt wird, wie es funktioniert, dass möglichst viele Leute davon profitieren können, ja. Und das, was auch noch sehr wichtig ist, dass du gesund bleibst, das ist sehr wichtig, ja. Ja, weil sonst kann man es nicht genießen. Und was sehr wichtig ist, dass es meinem Sohn gut geht, dass er ein ehrlicher Mensch ist, dass er Lebensfreude hat und dass er in dem, was er macht, was auch immer er machen will, sein vollstes Potenzial ausnutzt. Ja. Welche Werte sind dir besonders wichtig? Das ist für mich von außen sehr, sehr schwer einschätzbar bei dir. Also da bist du für mich unberechenbar. Für welche Werte stehst du und wie sieht das bei dir aus? Ehrlichkeit, Loyalität, Fleiß, Ehrgeiz, sein Potenzial nutzen, Intelligenz, Vollgas geben. Ja? Okay. Und das ist aber so in einer gewissen Substanz. Also kein Bullshit, ja? Sowohl charakterlich, also kein Arschloch sein, ja? Nicht stehlen, nicht betrügen, nicht lügen, so die Klassiker. Ja? Eine vertrauenswürdige Person sein, auf die man sich verlassen kann, das ist mir sehr wichtig und eben auch Erfolg. Jeder kennt dich als Investmentpunk, als der Brain, sage ich mal, das Brain auch in Deutschland. Mittlerweile hast du so viele Fans und Follower, was einfach unglaublich ist, was du dir da für ein Imperium gerade aufbaust. Aber lieber Gerald, wer ist Gerald Hörhan privat? Wie du weißt, habe ich einen Sohn, den ich heiß liebe und das sage ich immer, wir sind Partner, sind kein. Ja? Also das letzte Mal hat er im Büro eine Session, aber da war der David da und auch unser Bürohund da. Ja? Und da hatte ich meine Assistentinnen und auch die Lisa, die Mutter vom David, versucht irgendwie Ordnung zu halten, aber das geht schwer. Ja? Der David und der Hund und ich, ja? Es ist so ein wilde Kombo, ja, der Hund will fressen, der David will spielen. Ja? Und ich habe irgendwie mit David sehr großes Verständnis und schütte auch den Hund dann noch irgendwas, das eine Freude hat. Ja. Und mit David ist sicherlich, wie du sagst, das sind. Ich habe leider manchmal zu viel Verständnis, ich war selbst immer ein Rebell. Und der ist auch so, sein erstes Wort war nein. Ja. Und meistens heißt dann Papa, immer Mercedes fahren. Der Papa, ich will dir alles machen, Papa, das heißt Blödsinn. Ja. Und da, also ich liebe meinen Sohn heiß. Und irgendwie haben wir doch so, wenn er mich anschaut, nicht ihn, wissen wir beide. Da sitzen 2 Schlingel. Und vielleicht noch ein zweites Zitat. Meine Eltern haben auch Verwandte, die mich immer gefragt haben, wirst du erwachsen? Und ich sage dann, wenn der Sensenmann kommt, und das hat noch sehr lange Zeit. Ich habe nicht umsonst gesagt, was zum 100. Geburtstag passieren soll. Also das hat noch lange, lange Zeit. Was ist dir am wichtigsten, was du David beibringst? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass er ehrlich ist. Mhm. Ja. Dass er das, was ihn freut, also wo er
also machen will, ich will nicht zu was zwingen, ich will nicht sagen, du bist jetzt Investmentbanker, Immobilieninvestor, Online-Unternehmer, er wird die Chance haben, das, was er, was ihn freut und wo er gut ist, zu machen, dass er das mit vollem Einsatz und Potenzial macht, ja, dass er einen Spaß daran hat und dass er eben auch keine wirtschaftlichen Probleme hat. Das heißt, ja, dass er vernünftig wirtschaften lernt und nicht abhebt und nicht deppert wird, wie manche Menschen. Und dass er nicht das Geld des Vaters einfach nur ausgibt. Das wird nicht gehen. Keine Angst, da gehören zwei dazu. Es könnte einer sagen, der ausgeben will, der zweite, der zahlt. Wenn der zweite nicht zahlt, dann geht's nicht. Ja? Genau. Also nur mit Geld überschütten, ich kenne zu viele Rich Kids, die nur Blödsinn machen. Ja. Und fairerweise leider auch Rich Kids, wo die Eltern einfach die Kinder ablehnen oder wo es so zerrüttete Familienverhältnisse gibt, wo einfach... Wo die einfach keine Zeit haben. Ja, nicht nur keine Zeit, sondern auch die Eltern streiten sich. Dann ja. Oder dann gibt es einen Stiefpapa, Stiefmama, der Stiefpapa mag das Kind ja nicht, die kennen sich ja nicht aus. Ja? Und Tatsache ist eben eine gewisse Stabilität, ja, an dem Kind ist ja doch, dass man es liebt, ja, das ist doch ein Geschenk Gottes, sage ich immer, ja, das ist auch eine Verantwortung und es ist wichtig, dass man diese Verantwortung wahrnimmt. Ja, ich bin sicherlich nicht perfekt in vielen Bereichen, ja, aber zumindest eines, David, ich liebe ihn, er liebt mich, glaube ich, auch, ja, und wir haben mega viel Spaß mit. Man sieht es in den Insta-Stories. Oh ja, 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 also jedes Mal, wenn wir was machen, zum Beispiel letztes, wie er jetzt da war, war er Mercedes fahren. Dann hat er liebt Autofahren. Nein, er liebt Autos, er liebt Züge und er liebt Flugzeuge. Und dann habe ich, wenn ich wieder gesagt, was willst du machen, David? Dann habe ich gesagt, geh mal Eisenbahn schauen. Dann bin ich in seiner Bahnbrücke gefahren, ja, zum Wiener Zentralbahnhof, wo die Züge fahren. Und der hat eine richtige Freude gehabt. Ja. Wie alt ist er jetzt? Fünf. Ja, dann habe ich ein paar Immobilien gezeigt, er hat gesagt, da, Haus kaufen, Miete kassieren, ja, und so weiter. Ja, dann sind wir wieder, habe ich ihm noch ein Feuerwehrauto gekauft, das wollte er haben, das war zur Tankstelle, ja, und dann war mein Büro und nachher wollte er unbedingt, dass der Papa Maske trägt. Dann hat ein Papa da eine Maske aufgesetzt, ja. Dann hat er gesagt, Papa muss Maske tragen, ja. Habe ich noch einen coolen Tipp, ich habe einen kleinen Neffen und mit dem baue ich immer Lego und dann bauen wir Hochhäuser und berechnen die Mieteinnahmen. Sehr geil. Also sowas. Das werde ich mit ihm auch noch machen. Wie alt ist der Neffe? Der ist jetzt 6. Okay, also kannst du so langsam anfangen. Ja, kann er mit ihm aus Lego, über Eisenbahn hat er ja schon von Brio und so weiter und jetzt kriegt er dann auch Lego. Das kann man schon machen, da hat er sicherlich eine Freude daran. Das ist eine gute Idee. Was glaubst du, hat er schon jetzt von dir geerbt? Das Rebellische. Dass er sich an Regeln hält, no fucking way. Wir hatten mal eine mega spannende Konversation bei deiner Mastermind in Frankfurt und du hast gesagt, Vanessa, also das mit dir und mit den Männern, du wirst dieses Leben nicht so leicht einen Mann finden. Erzähl mal, wie siehst du das Thema in Bezug auf starke Powerfrauen im Business gepaart mit einem typischen Mann? Ja, ich meine, entweder ist das ein Mann, der Dackel von dir ist, ja, ich meine, weil du hast ja eine derartige Energie, auch einen derartigen Erfolg, ja. Ich meine, das wird für dich irgendwann unzufriedenstellend sein, ja, weil dann kannst du auch Personal nehmen, das ist billiger, ja, muss man einfach sagen. Und das, ja. Oder alternativ, du hast auch einen Mann, der Powermann ist und da gibt es zwei Themen. Nummer eins, ich meine, es ist dann oft schwer, einen Kompromiss zu finden, weil meistens Powerleute haben klare Entscheidungen, die sie treffen wollen und das alleine. Ja, das wird immer schwer, dass man da einen Kompromiss plötzlich findet. Und das zweite Thema ist, dass eben viele Männer, gerade Männer, die sehr erfolgreich sind, oft nicht so gern Frauen haben, die ihnen widersprechen. Also eine meiner Mitarbeiterinnen hat mal gesagt, die hat zwei Masterabschlüsse, gesagt, sie tut sich so schwer, einen Mann zu finden, weil wenn sie sagt, sie ist studiert und hat zwei Masterabschlüsse, dann rennen alle Männer weg. Ja? Also das ist schon ein Thema. Ja, es ist eben so, wenn du erfolgreich bist, ist eben die Partnersuche sicherlich eine Herausforderung. Entweder musst du bereit sein, substanzielle Kompromisse in der einen oder anderen Form zu machen. Ja? Und wenn du es nicht bereit bist, dann musst du ein anderes Arrangement finden. Das liegt in der Natur der Sache und das bringt meistens Unglück. Gut, das heißt, ich habe genau zwei Möglichkeiten. Erzähl mal Möglichkeit 1, Möglichkeit 2. Mögliche Zeit, dann nimmst du halt irgendeinen Dackel. Ja, der sagt halt Sitz und Sitz. Und Platz ist Platz. Ja? Bist halt du die Chefin. Ja? Ich bewundere Powerfrauen, die gibt es ja heute sehr oft, sollten noch mehr werden. Gerade in der Immobilienbranche kann es ruhig noch ein paar mehr geben. Ich bin gefühlt die einzige Frau hier. Ja, ich weiß nicht, wieso. Ja, aber es ist halt offensichtlich, es könnte mehr geben. Ja. Ja? Oder du musst halt wirklich jemanden finden, mit dem du harmonierst, wo 1 plus 1 3 ist und wo halt beide Kompromisse eingehen, was halt oft sehr, sehr schwierig ist. Weil wenn du zwei Alpha-Tiere hast, die wollen beide Alpha sein. Und Alpha plus Alpha führt meistens zu vielen Funken. Es gibt manchmal, aber es ist eine per Definition schwieriges Unterfangen. Und noch schwieriger wird es halt, wenn du Kinder hast. Ich meine, das war ja auch in meinem Fall eben genau, dass ich ja eben jetzt nicht zusammenleben und eben nicht verheiratet sind, aber trotzdem für David eine harmonische Basis bilden.
Weil ein Kind ist eine Verantwortung. Und einem Kind dauernde Streit und hin und her und Scheidung anzutun und Stiefpapa und Stiefmama ist meiner Meinung nach unter der Gürtellinie. Und ich kenne Kinder, die das erlebt haben, die sind nicht ganz glücklich damit. Ja. Ja, der David ist zumindest eines, ja, er ist ein fröhliches Kind. Ja, weil er den zwei Eltern, die ihn beide lieben. Und so soll es eigentlich sein. Und dass das endet, es gibt in einer klassischen Familienstruktur, das ist heute recht selten, ja, oder es geht in einer anderen Struktur, man kann sie heute wählen. Ja. Das einzige Thema, was ich entschieden ablehne, sind Leihmutterschaften, die es ja heute auch gibt, weil da wird der Leihmutter dann das Kind entzogen. Ja? Das ist auch rechtlich sehr fragwürdig, aber es ist auch ethisch sehr fragwürdig, weil einfach ein Kind sollte bei der natürlichen Mutter sein. Mhm. Und das ist alles, was dann getrieben wird damit, ist eben mit Leihmutterschaften, hat sicherlich für die Kinder, aber auch ethisch ein Riesenfragezeichen, um es gelinde zu sagen. Mhm. Wie sieht die Traumfrau von Gerald Hörhahn aus? Wie gesagt, habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Ja, ich meine, es müssen sicherlich viele Dinge passen und depends. Ja, es muss am Ende das Gesamtpaket passen, wie ein Bild. Man kann es nicht am Ende sagen, weil es natürlich müssen gewisse Elemente vorhanden sein, also Intelligenz und Loyalität, Charakter, Ehrlichkeit und solche Dinge, die ich vorher genannt habe und halt muss halt passen. Ja, angenommen, du bist 105 Jahre alt geworden, was hinterlässt du uns? Ja, sicherlich eine Legacy. Ich meine, mein Ziel ist sicherlich, dass ich eben die Marke Investment Punk, die Organisation, ja, in der Lage ist, eben wirtschaftliche Bildung, ja, auch zukünftigen Generationen weiterzugeben. Auch deswegen bin ich mir auch überlegen, auch eine gemeinnützige Stiftung aufzubauen, die dann tatsächlich eben auch Stipendien begabte Leute vergibt und so weiter und vielleicht eben hier auch aktiv wird. Das sind jetzt die mittelfristigen Planungen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Sinn macht, vielleicht das gesamte Vermögen einem einzigen Kind zu vererben, weil ich habe viele Kinder gesehen, die in Geld ertrunken sind und dann Blödsinn damit gemacht haben. Ja. Ja. Aber das wird sicherlich so sein, das ist das Ziel, auch eine Legacy zu hinterlassen. Ja. Also wenn wirklich Wirtschaft und solide Wirtschaften, die was aufbauen, sein Potenzial nutzen, das auch zukünftigen Generationen weitergeben kann und dass man eben das lernt, dass man fleißig ist, dass man sich an die Gegebenheiten anpasst und dass man das Ganze auch mit Freude und Motivation tut, so als Gegenpol zu dem, was die meisten Leute sagen, chillen und nichts tun und faulenzen und Gras rauchen. Ja. Ja, also doch als Gegenpol. Ja, ich glaube, damit wird man auch nicht langfristig zufrieden. Ich glaube, man wird zufriedener und erfüllter, wenn man was tut. Ja, wenn ich das weitergeben kann, ist mir das Großes gelungen und auch gleichzeitig, wenn mein Sohn, ob er jetzt da mitarbeiten will, nicht, weiß ich nicht, ich möchte mich zwingen. Aber zumindest ehrlich ist und auch diesen Spirit, in welcher Branche er so immer sein mag, noch lebt. Sehr schön. Das Thema Weiterbildung und auch Wissen weitergeben, das eint uns ja auch. Und ich glaube auch der Wert Fleiß eint uns auch. Wir sind immer am Arbeiten, wir sind immer aktiv. Und ich glaube, das ist auch so das Thema, was uns immer wieder anzieht. Wie sieht das denn bei dir in Zukunft aus? Du hast ja jetzt das Betongold-Training rausgebracht, wo ich auch ein Teil sein durfte, was mich auch sehr geehrt hat. Vielen Dank nochmal. Ich unterstütze dich auch bei der Vermarktung auch innerhalb meiner Community, weil du einfach auch ein wichtiges Basiswissen vermittelst. Gleichzeitig geht es aber auch extremst in die Tiefe. Es ist das umfangreichste Online-Training, was es im Immobilienbereich gibt. Vielleicht willst du dazu noch zwei, drei Worte sagen. Ja, also ich war ja so, dass ich mir am Jahresanfang mal verschiedene Online-Immobilienkurse mal angeschaut hat, die so am Markt sind, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Ich habe gesehen, die haben doch noch einiges an Lücken. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das beste Immobilientraining der Welt, den umfangreichsten Immobilienkurs der Welt, wo ich mein gesammeltes Immobilienwissen verpacke. Und das inkludiert einerseits, wir haben tatsächlich also nicht nur eben normale Videos, sondern wir haben auch Wohnungen von mir auf Kamera besichtigt, Außenbesichtigung, Objektbesichtigung, Innenbesichtigung, vom Keller bis zum Dach. Da sind wir wirklich auf den Dachstuhl gegangen und haben sogar mal die Leiter ausgezogen. Wir sind in die Wohnungen gegangen und haben uns Stromzähler und Küchen und Badezimmer und Wasserdruck und Fensterformen angeschaut und Aufzüge und alles. Das ist halt wirklich, dass man das live sieht, dann erspart man sich einiges an Zeit, wenn man es schon sieht. Das sind auch die Unterlagen für die Wohnungen, die wir besichtigt haben, dabei, dass man sich auch anschauen kann. Es sind natürlich dann auch Mietverträge von mir, Kaufverträge sowohl für Österreich als auch für Deutschland dabei. Es gibt umfangreiche Videos zum Thema Steuern, wie man das strukturiert, weil das spielt im Immobiliengeschäft eine sehr große Rolle mittlerweile.
also von GBR-Strukturen beispielsweise und Holding-Strukturen und so weiter. Es gibt umfangreiche Videos zum Thema Mietrecht, weil auch da gibt es viele Herausforderungen, beispielsweise Österreich, das Mietrechtsgesetz, der Mietendeckel in Berlin, die Mietpreisbremse, wie lese ich einen Mietpreisspiegel, wie kann ich Modernisierungsumlagen berechnen und vieles, vieles mehr. Dann ist inkludiert natürlich auch mein Rechenmodell, was ich selbst für Immobilien verwende, sowohl für die Bestandshaltung als auch für Fix und Flip, auch für Österreich und Deutschland. Insbesondere, wenn du die Daten in der Immobilie eingibst, rechnest du aus den Cashflow und die Steuern und die Grunderwerbsteuer und die Finanzierung und die Eigenkapitalrendite und die Gesamtkapitalrendite. Also alles, was du brauchst, um zu entscheiden, ob einen Immobiliendeal machst oder nicht, inkludiert ist. Und dann natürlich last not but not least, das war viel Arbeit, 770 Seiten an Skripten. Ich kann mich erinnern, weil im Oktober musste ich sie nochmal alle durchkorrigieren, weil die Personen, die wir beauftragt haben, die haben halt manches etwas falsch übersetzt, beispielsweise Steuerlatenz war plötzlich die Steuerpotenz und lauter so Dinge. Ich habe gesagt, das darf nicht drinnen stehen. So was ist mir auch im Workbook passiert. Also musste ich natürlich doch mit einem sehr kritischen Auge das Ganze noch einmal durchforsten, um sicher zu gehen, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und also ich habe selbst alles gelesen, überarbeitet. Und das führt natürlich dazu, dass es auch alles inkludiert, dass man sich natürlich die Dinge auch ausdrucken kann, mitnehmen kann. Und dass man wirklich ein Handbuch hat, wie kaufe ich meine Wohnungen, wie kaufe ich Mehrfamilienhäuser und wie baue ich mein Immobilienvermögen auf. Genau. Eine kleine Rolle, wie gesagt, habe ich auch gespielt im Bereich Akquirieren von Immobilien. Also wenn dich das Ganze interessiert, wir verlinken es jetzt hier unter dem Video. Und dann vielen Dank, lieber Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast unwahrscheinlich viel von deinem privaten Leben auch teilhaben lassen. Oder wir haben jetzt mehr für... Nochmal. Abschluss. Tut mir leid. Okay. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du jetzt hier unter dem Video auf den Link klicken und dir diesen Kurs noch schnell sichern. Ja, also Gerald, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die tiefen Einblicke in dein Privatleben auch. Ich glaube, davon gibt es nicht so viele Interviews auf dem Kanal. Also herzlichen Dank nochmal. Auf jeden Fall, es war mir eine große Freude und Ehre. Vanessa, du hast so viel Energie. Ich glaube, es bedarf mehr von dir, dass Leute auch in der Immobilienbranche große Freude haben, gute Geschäfte zu machen. Absolut. Du bist ein leuchtendes Beispiel dafür, es sollten auch mehr Powerfrauen in diese Industrie gehen. Ich freue mich auf die Zukunft mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, dass dieser Tower möglichst schnell gebaut wird und dass du alle deine Ziele erreichst. Und ich freue mich schon, wenn ich da David mal trifft. Ich glaube, wir zwei werden es auch einen richtigen Spaß haben. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber der ist schlimm, sage ich da. Ich komme mit dem klar. Ich komme auch. Ja, ich glaube, du kommst mit dem klar. Ja, du kannst dir dann gleich eines lernen, Lavanessa. Wenn ich jemanden habe, wie verkaufe ich richtig, dann weiß ich, da schicke ich ihn zu Vanessa. Ja, da ist er auf jeden Fall richtig. Okay, also vielen, vielen Dank, lieber Gerald. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss.